Ich habe ein aufmerksames Publikum, das freut mich. Sie haben mich daran erinnert, dass ich aufzeichnen soll. Das ist eine gute Sache. So, dann gibt es noch ein anderes Thema. Und zwar, ich komme nicht drum herum, ich muss auch noch zwei weitere Termine an einem Freitag anbieten. Jetzt haben wir ja schon den zweiten Montag, wo ich das mache. Es wird einen dritten Montag geben, heute in einer Woche. Aber diesen und nächsten Freitag möchte ich auch noch, sonst komme ich einfach mit dem Stoff nicht durch. Ich habe tatsächlich gemerkt, online geht alles viel langsamer. Gründlicher dazu. Ich muss sagen, ich bin von der Art, wie Sie das, was ich hier anbiete, aufarbeiten, begeistert. Das hatte ich in dieser, ja, Intensität noch nie gehabt. Ja, aber das erfordert natürlich auch, dass ich mir Zeit nehme. Und ich habe Ihnen schon gesagt, ich bremse mich normalerweise aus mit der Tafel. Und hier mache ich es mit Notizen im Chat oder hatten wir das letzte auch mal in den geteilten Notizen. Ja, und dann macht man es aber eben doch ein bisschen ordentlicher und gründlicher als an der Tafel, nicht so Larifari, und prompt braucht man auch dafür wieder mehr Zeit. Von daher muss ich Ihnen jetzt eine Frage stellen, nämlich eine Umfrage. Es geht freitags um die Frage, Augenblick, da muss ich mal gerade die richtige E-Mail raussuchen. In Frage kommt, der Termin kommt nicht in Frage, dieses zu spät, 8 bis 10 oder 14 bis 16. Und das wird die Umfrage sein, die ich Ihnen stelle. Es wird auch das alles aufgezeichnet. Also wenn Sie wirklich zu einem Termin nicht kommen, können Sie es nachher in der Aufzeichnung nachfinden. Wo wollte ich hin? Raus, drauf. Umfrage. Umfrage gibt es hier. Eine benutzerdefinierte Umfrage. Freitag 8 bis 10 oder 3. Ich muss nochmal auf die Mail schauen. 12 bis 14 kommt nicht in Frage. Und dann 14 bis 16. 14 bis 16. Das sind die beiden. Und da bitte ich Sie jetzt, sich zu beteiligen. Entschuldigung, um welchen Freitag handelt es sich denn? Um diesen und nächsten Freitag. Also, was haben wir heute? 25. Freitag ist 29. Und was ist das andere dann? 36. Januar. 5. Februar, irgendwie sowas. 29. und 5. Oh je, das geht jetzt gerade hier so knapp aus. 34 zu 36 zurzeit. 70 von 80 Leuten haben abgestimmt, von fast 90 Leuten. Die letzten 15 könnten jetzt das entscheidende Votum geben, wenn sie jetzt sich entscheiden würden, durchringen, auch noch ihre Stimme abzugeben. Ja? Wissen Sie, wenn Sie so sehr beide Termine mögen, dann gebe ich einfach beide Termine. Dann haben wir noch etwas mehr Zeit. Ja? 74, 75. Das ist ja spannend wie so ein Handballspiel, ja? Immer so zwei vor, das eine oder das andere. Sie sehen es gerade nicht, ich habe den Screen noch nicht geshared, aber gleich publiziere ich die Herr Ergebnisse. Mach, Ja, bitte. ja, kurze Info, im Chat melden sich einige, dass am Freitag 14 bis 18 Uhr Referate im Seminar von Versuchsplanungen geplant sind, die nicht verschoben werden können. Okay, ich werde mal Also gleich, vielleicht. wenn ich jetzt umschalte in den Chat, verliere ich die Umfrageergebnisse. Deshalb schaue ich mir das erst an, wenn ich beschließe, die Umfrageergebnisse zu veröffentlichen. 75 von 86, 11 von Ihnen haben noch nicht geantwortet. Noch ist der Abstand genau 2. Und wenn es dann natürlich ein inhaltliches Argument gibt, dann wird das berücksichtigt. 75 bis 86, von 86. Ich glaube, mehr kriegen wir nicht. 11 bleiben ohne Stimmergebnis. Ich veröffentliche es mal ganz knapp für 8 bis 10. Und wenn ich jetzt in den Chat hineinschaue, dann lesen wir. Nee, 15 Minuten vor oder nachher, das schaffen wir nicht. Das reicht nicht. Ja. Also, wenn es wirklich nicht geht, Frau Klees, ja, dann hilft das nachträgliche Anschauen. Ja, auch wenn Tutorium ist. Welches Tutorium ist das denn? Statistik, aha, okay. Ein anderer Wochentag. Da muss ich mal hier auf diese Liste schauen, die ich hier veröffentlicht bekommen habe. Dienstag 18 bis 20. Das käme noch in Frage. Donnerstag geht ja bei mir, ah, das wäre jetzt, wir können nicht 8 bis 10 und 10 bis 12, das ist zu heftig, oder?
Also von mir aus ginge das. Wir könnten donnerstags 8 bis 10. Also ich finde diese Abendtermine so blöd. 16 bis 18, 18 bis 20, die hatte ich mal ganz aus meinen Überlegungen rausgelassen. Wir könnten auch montags 8 bis 10. So, also das sind die Slots, die mir vom Prüfungsamt als ihre freien Slots. Ach so, Entschuldigung, Sie sehen das gar nicht. Ja, das ist wahr. Ich mache mal Folgendes. Ich kopiere das mal, was mir Herr Steingraber geschrieben hat, in den Chat. So. Das sind die grundsätzlich freien Slots. Jetzt hatte ich für mich erstmal ausgeschlossen, alles, was so 18 bis 20 liegt. Das muss nicht sein. Montags 12 bis 14 sind wir jetzt gerade drin. Der ist belegt. Wir können natürlich einen zweiten Montags. Das Tutorium morgens am Freitag findet doch auch dienstags morgens statt. Das heißt, wer freitags morgens im Tutorium sitzt, könnte, so habe ich das jetzt verstanden, alternativ auch dienstags gehen und hätte dann den Freitag frei. Wieso lassen wir das nicht gerade, wie es ist? Weil ich hatte, was dazukommen soll. So, also wenn ich das jetzt lese, Dienstagmorgen ist auch ein Seminar. Was für ein Seminar? Um wie viel Uhr? 8 bis 10 oder wie? Donnerstagmorgen. Also von mir aus könnten wir sagen, Donnerstag 8 bis 10. Ja? Könnten wir nicht noch einen Termin an einem Montag machen, so wie heute quasi, und einen Termin am Donnerstag früh, wenn sich es nur noch um zwei weitere Termine handelt, die Sie an einem Freitag machen wollten? Donnerstag früh und was sprach jetzt gegen Donnerstag früh? Warum nicht einfach beide Male Donnerstag früh? Genau, dann Ja, hätten Sie mit einer Pause. Wir hätten dann eine Vorlesung von 8 bis 12. Ich mache jetzt mal hier Screensharing, damit Sie, ach so, Sie, die Kommentare sehen Sie eh. Brauche ich das noch nicht zu machen. Auch ich mache das jetzt einfach. Jetzt habe ich schon mal Screensharing angestoßen. Genau, dann würde ich jetzt aber, wenn es keine Einwände zu Donnerstag gibt und da hat noch niemand geschrien, ja, also Fülle ist es, eindeutig, gar keine Frage. Die Frage ist, gibt es einen echten Terminkonflikt? Ja, wo jemand sagt, nee, da habe ich aber ein Seminar, das sich nicht verschieben lässt. Die Alternative ist jetzt freitags 8 bis 10. Also gut, stelle ich die beiden Sachen nochmal zur Abstimmung unter dem Hinweis, die am Freitag. Ja, genau. Also es wird immer von den inzwischen fast 100 Teilnehmern heute hier irgendwelche geben, die an einem bestimmten Termin dann doch nicht können. Ich mache aber doch noch mal eine Umfrage. Und zwar eine benutzerdefinierte Umfrage, bei der ich sage, Donnerstag 8 bis 10 oder Freitag 8 bis 10. Okay. 90 von 96 haben abgestimmt, 60 zu 30 für Donnerstag 8 bis 10. Dann machen wir das mal so. Gut.
war ich da eben echt rausgeflogen. Ich habe es nicht gemerkt und habe es die ganze Zeit geredet und sie konnten mich auch nicht erreichen. Mist, da habe ich jetzt also mal sehen, was haben Sie mir denn noch alles geschrieben? Mache jetzt mal wieder Screensharing an. Das ist ein blödes Teil, wenn man hier rausfliegt, dann kriegt man das gar nicht mit. Man ist ja dann im Screensharing-Modus und kein Mensch kann einem sagen, Sie sind aber rausgeflogen. So ein Ärger. Also es ging im Chat überwiegend darum, dass wir nochmal versucht haben zu klären, wann jetzt genau die Zusatztermine sind. Könnten Sie vielleicht noch einmal zusammenfassen, wann die alle stattfinden? Ja, also weiter bleibt es bei montags 12 Uhr bis 13:30 Uhr und bei Donnerstag 8:30 Uhr bis 10 Uhr. Und natürlich werden Sie nicht vergessen, Donnerstag 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr. Das sind sozusagen jetzt die Termine und die haben Sie diese beiden Wochen und dann ist das Semester ja vorbei. Okay. Ach, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Meine Güte, da war ich einfach rausgeflogen und habe es gar nicht mitbekommen. Nur mal gerade sagen, seit wann bin ich denn ungefähr raus? Ja, er wurde rausgeschmissen. 13. Meine Güte, 5 Minuten geredet. Okay, sorry. Ja, jetzt bin ich wieder da. Sie haben sich weiter gechattet und dann fange ich nochmal mit dem an, was ich Ihnen hier erzählt habe. Ich bin immer noch drin. Ha, Gott. Ja, was ich Ihnen erzählt habe, hier an der Stelle wollte ich einsteigen. Ich habe die Folien, die finden Sie jetzt auch im Internet, mit Foliennummer versehen, sodass wir etwas leichter uns darüber verständigen können, wenn Sie Fragen zu Folien haben. Ich habe hier mal mir überlegt, was ist mir besonders wichtig an diesem Vortrag? Und da würde ich sagen, die Folien 1 bis einschließlich 24, wobei hier sind jetzt ja die neuen schönen Folien von Ihrer Kollegin dazu gekommen. Da sollten Sie wirklich alles oder fast alles verstehen. Wenn Sie noch ein bisschen Schwierigkeiten haben mit den Formeln hier auf Folie 18 unten links, was daran liegt, dass Sie vielleicht sich noch nicht so ganz vertraut gemacht haben mit der Verteilungsfunktion, dann sollten Sie sicherlich daran arbeiten. Also Verteilungsfunktion, da muss ich darauf achten, dass das in Zukunft früher gelehrt wird, wenn Sie das jetzt hier noch nicht in Statistik hatten. Aber alles andere sollte wirklich für Sie so klar sein, dass Sie sagen, das habe ich gut verstanden. Was dann kommt, diese Geschichte mit der Asymmetrie und den verschiedenen Schwellenmodellen, das sollten Sie mitnehmen als einen wissenschaftstheoretischen Exkurs zur Frage, wie wähle ich ein Modell aus? Wie wählen Sie ein Modell aus? Sie wollen zum einen, dass das Modell sparsam ist, aber zum anderen, dass es natürlich zu den Daten passt. Gerade beim Rausfliegen habe ich meine Kamera auch nicht wieder dran. Jetzt mache ich sie dann nochmal an, die Kamera. Okay. Sie wollen also. Ja, ich sehe den Chat nicht, außer ich gucke drauf. Sie sehen, was ich sehe. Also von daher sehen Sie auch, ob ich den Chat sehe. Welche Daten? Weiß ich jetzt auch nicht mehr gerade, was das war. Ach so, zu den, ja, zu, doch, Sie haben Daten erhoben, Sie haben irgendwelche solche Daten erhoben hier, 73 Treffer, 27 Auslasser, 11 und so weiter und das vielleicht für verschiedene Payoff-Matrizen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, das sind jetzt jeweils drei Payoff-Matrizen, jeweils zwei Signalstärken, das sind Ihre Daten und dann wollen Sie, dass am Ende ein Modell kompatibel ist mit den Daten, ja, aber andererseits auch sparsam. So, und oft werde ich dann gefragt, welches Modell stimmt denn jetzt? Und da steckt ein Missverständnis dahinter. Ein Modell ist niemals wahr, in dem Sinne, dass man sagen kann, das hat jetzt einen absoluten Wahrheitsanspruch, sondern ein Modell ist immer eine Art Karikatur der Natur.
Und eine Karikatur ist ja auch nicht ein getreues Abbild, und das getreueste Abbild ist nicht identisch mit dem Objekt. Also ein Modell ist immer eine Karikatur der Natur, und die Frage ist, ist sie getroffen sozusagen? Habe ich die wesentlichen Züge der Natur damit eingefangen? Und von daher gibt es viele Leute, nein, die meisten würde man sogar sagen, die mit der ersten Zeile hier vollständig einverstanden sind und sagen, okay, ich ignoriere jetzt mal, dass meine Daten meistens ja auch nur leicht asymmetrisch sind. Ich ignoriere, dass meine Daten leicht asymmetrisch sind. Ich arbeite mit diesem Zwei-Parameter-Modell, weil es so schön sparsam ist. Zwei Parameter. Wenn Sie denn nachher dann mal ein anderes Modell suchen, würde ich Ihnen vorschlagen, sich auf das Poisson-Modell zu stürzen, weil das tatsächlich mit einem weiteren Parameter und einem billigen, den Sie sozusagen nur ändern müssen, wenn Sie Ihr Paradigma ändern, also nicht zwischen Payoff-Matrizen, nicht zwischen Signalstärken. Wenn Sie dieses Modell wählen, haben Sie mit vergleichsweise billigen drei Parametern auch wieder etwas, was mit den Daten kompatibel ist. Aber das ist sozusagen jetzt hier kein Wahrheitsstreit, den wir geführt haben. Sie werden also, wenn Sie jetzt Fragen dazu haben, wie funktioniert genau das Modell von Herrn Kranz, ja, beantworte ich gerne, aber ich sage mal, das ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Kein Mensch verwendet dieses Modell mehr. Wenn jemand tatsächlich hier Schwellenmodelle verwendet, dann ist es entweder das von Lewis oder tatsächlich dann das Poisson-Modell. So, das war mein kleiner Rückblick auf diese 33 Folien. Ich bin noch drin, das ist gut. So, dann würde ich jetzt mit dieser Folie weitermachen. Das ist also jetzt die erste Folie, die neu ist für Sie. Und da zeige ich Ihnen eine Anwendung von STT zu einem Wahrnehmungsthema, das allerdings ein bisschen auch zu tun hatte mit, mit magischen Vorstellungen. Und zwar dazu gerade zum Hintergrund. Ich war 2007 Professor an der Universität Graz. Und da hatte ich viel mehr Diplomarbeiten oder heute wären es ja Masterarbeiten zu betreuen als hier in Kiel. Ganz einfach, weil in Graz gab es keine Zulassungsbeschränkungen. Und die hatten bei einer ungefähr vergleichbar großen Zahl von Professoren, ProfessorInnen, hatten sie nicht wie wir typischerweise genau ausgerechnet, gerichtsfest nachgewiesen. Wir können hier verantwortlich 105 Leute lehren pro Semester, irgend so etwas, sondern die hatten 350, weil sie keine Zulassungsbeschränkungen hatten und mussten irgendwie damit klarkommen. Und das führt dann auch dazu, nicht unbedingt, dass dann 350 am Ende die Abschlussarbeit machen, aber 250 waren es immer noch. Und dann mussten wir sehr viel mehr Abschlussarbeiten. Dann hat auch irgendwann mal der Kliniker zugemacht und hat gesagt, nee, also die meisten wollen in der Klinik, aber tut mir leid, ich kann nicht mehr als so wie noch. Und dadurch gab es ganz viele Leute, die zu auch meiner Abteilung wollten und eine Diplomarbeit absolvieren. Die beiden hier zitierten, Gerrit Haas und Ulrike Juri, die kamen dann also mit einem Thema. Sie wollten ursprünglich was machen zur Religionspsychologie. Sie hatten mitbekommen, der Christian Kernbach, der geht ja in die Kirche, der hält ja was von Religion. Kann man da etwas zu machen? Und dann hatten wir zufälligerweise sogar gerade da einen Kongress, der stattfand, ein Theologe hatte eingeladen zu einem Kongress, zu dem ich dann sowieso auch hätte gehen wollen. Dann habe ich die beiden mitgenommen. Das war ein Kongress zur Neurotheologie. Also wie kann man Neurowissenschaften und Theologie verbinden? Und ach, jetzt fällt mir der Name von dem Professor nicht mehr ein. Ein ganz sympathischer Kerl. Der hatte seine ganz eigenen Theorien, wie man das verbinden konnte. Aber er hat sich vor allen Dingen aus aller Welt Leute eingeladen, die darüber spannende Referate hielten. Und da haben wir festgestellt, naja, es gibt schon so ein bisschen was, was ein Psychologe, eine Psychologin bearbeiten könnte zum Thema Theologie, aber das ist teilweise doch auch arg, ungenau. Also es gab zum Beispiel Referate über den Godspot. Das ist der Fleck im Gehirn, der angeblich heiß werde, wenn jemand an Gott denkt. Das wirkte alles ein bisschen wenig seriös. War vielleicht also mit guter Methodik, FMRT und so weiter gemacht. Und trotzdem waren wir nicht so recht überzeugt. Aber es gab eine Sache und die hat uns fasziniert und ein bisschen weggebracht von Religion hin zum Thema Aberglauben. Und zwar ein neues Tool, Fragebogen, den wir sehr gut fanden. Und der Fragebogen nannte sich Magical Ideation. Und der hat damit zu tun, ob Menschen sich magische Dinge überhaupt vorstellen können, ja oder nein. Es gab 30 Items,
die hatten solche, ich habe hier mal 5 Beispiel-Items genannt. Ich vollführe ab und zu kleine Rituale, um ungünstige Ereignisse abzuwenden. Das kann zum Beispiel so etwas sein wie toi, toi, toi und dabei vielleicht auch noch auf Holz klopfen. Oder sie werden, wo habe ich das letztens wieder gesehen? Sogar bei großen Sportevents, beim Fechten. Ich glaube, Fechter haben so eine gewisse Rituale, bevor sie ins Gefecht gehen, also Sportfechter. Oder die nächste Aussage. Es gibt Leute, bei denen ich spüre, wenn sie an mich denken. Also sie sitzen ganz harmlos zu Hause und auf einmal merken sie, ups, meine Mutter denkt an mich. Das merken sie einfach. Das ist die Frage, passiert ihnen das, ja oder nein? Wenn bestimmte Leute mich ansehen oder mich berühren, habe ich das Gefühl, Energie zu gewinnen oder zu verlieren. Ja? Also Leute ziehen ihnen Energie ab, wenn sie sie am Mantel anfassen. Ja? Ich glaube, ich könnte lernen, die Gedanken anderer zu lesen, wenn ich nur wollte. Aber auch solche Meldungen wie, die Regierungen halten Informationen über UFOs zurück. Glaube ich das, ja oder nein? Konnte man jetzt 30 Mal ja oder nein, stimmt, stimmt nicht, ankreuzen? Und wenn das 30 Mal geht, dann gibt es ja insgesamt einen Maximalscore von 30 und einen Minimalscore von 0. Einige Items waren auch umgedreht. Also ein umgedrehtes Item wäre dann, wenn die Antwort 1 bedeutet, sie sind nicht abergläubig und die Antwort 0 bedeutet, sie sind abergläubig. Also zum Beispiel, ich halte Horoskope für absoluten Unsinn. Das wäre ein umgedrehtes Item. Ja. So, und den haben wir damals schon in einem Online-Fragebogen ausfüllen lassen. Da haben sich Gott sei Dank viele Leute beteiligt, 245. Und von denen haben wir uns, wir wollten eigentlich immer 10 und dann haben doch die zwei oder einer abgesagt, so um die 10 Leute eingeladen aus den Extremgruppen. Die mit dem niedrigen MI-Wert, der lag dann so bei 1,25. Also mit anderen Worten, bei 0 liegt kaum einer. Also wenn die Antworten ehrlich ausfallen, dann werden sie bei irgendeinem dieser 30 Items doch sagen, na ja, stimmt, das mache ich. Ich vollziehe kleine Rituale oder irgend so etwas. Ja? Und dann haben wir also eben, also der Durchschnitt ist eigentlich sogar eher so bei 2 bis 2,5. Die 8 Personen aus der niedrigen Gruppe waren mit 1,25 im Durchschnitt schon eher überkritisch. Und dann eben 9 Personen mit hohem MI-Wert, und das heißt nicht 30. Keiner kreuzt alles an. Aber es gibt eben Menschen, die 2 von 3 Items auf dieser Liste ankreuzen und wollten von denen wissen, ob sie anders in Wahrnehmungsexperimenten reagieren. Ich schaue mal, ob ich noch drin bin. Ja? Okay. Frau Struve, funktioniert es inzwischen wieder? Ich hoffe. Okay. Was wollten wir? Wir haben uns 4 verschiedene Experimente ausgedacht, waren ja auch 2 Diplomarbeiten, die das werden sollten, und nachher haben wir aber festgestellt, am effektivsten war das 4. davon. Wir haben über semantisches Priming gearbeitet, über Regelentdeckungen in einem Computerspiel, über Erkennen von Objekten in visuellen Rauschbildern. Aber am deutlichsten waren die Effekte beim Erkennen von Wörtern in Rauschen. Jetzt muss man dazu sagen, dass in der Esoterik-Szene das Erkennen von Wörtern, von Sprache in Rauschen eine gewisse Konjunktur hatte und immer noch hat. Es gibt da so Menschen, die stellen klassische alte Radios, die also noch analog funktionieren, mit dem Drehregler irgendwo zwischen 2 Sender, wo also eigentlich gar nichts ist, und dann hört man atmosphärisches Rauschen. Das kann man dann recht laut stellen. Und wenn man dann lange genug diesem Rauschen lauscht, dann hört man vielleicht ja doch auch irgendwelche Worte, Stimmen. Und das wird so ähnlich genutzt, wie wenn Medien mit Verstorbenen sprechen oder so. Ja, und dann kann man also meinen, da spricht durch das Rauschen jemand zu einem. Das hat eine gewisse, ja, sagen wir mal, Konjunktur in diesen esoterischen Kreisen. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn abergläubige Menschen vielleicht tatsächlich dazu neigen, dort Worte zu erkennen, dann wollen wir das mal wahrnehmungstechnisch untersuchen. Und dann haben wir eine experimentelle Untersuchung gemacht. In 100 Durchgängen gab es 60 Mal nur Rauschen. Und jetzt nicht 40 Mal, sondern es war nochmal aufgeteilt. 20 Mal Rauschen plus Signal und 20 Mal ebenfalls Rauschen plus Signal. Nur das hier war sehr leise und das war nur leise. Es gab sozusagen 2 unterschiedliche Lautstärken, die man einmischen konnte. Und die Versuchspersonen durften jetzt sagen, nicht einfach nur ja, nein,
Hier kommt jetzt ein Verfahren zu gelten, das auf einer Zwischenfolie, die ich übergangen habe, auch besprochen war. Nämlich kann man eventuell statt Ja, Nein noch gestuftere Antworten einführen, wie zum Beispiel sicher ja, eher Nein, sicher Nein. Und was man dann machen kann, dann kann man seine ganz klassische Hit, Miss, False Alarm, Correct, Rejection Matrix ausfüllen, indem man sich entscheidet. Ich vergleiche dieses Rauschen zum Beispiel mit dem sehr leisen Wort. Diese beiden Zeilen hätte ich. Und als Spalten nehme ich sicher ja und eher ja zähle ich als ja, eher nein und sicher nein als nein. Dann habe ich einen Punkt im ROC. Das ist zum Beispiel, sagen wir mal, hier dieser Punkt. Ja? Dieses mittlere weiße Quadrat, da ist noch ein anderes weißes Quadrat hier unten und ein drittes ist hier oben. So. Ich kann aber auch stattdessen die Grenze etwas höher setzen, sodass ich nur das Ja nenne, was sicher Ja ist und auch eher Ja schon zu Nein rechne. Wenn ich das nachträglich tue, dann würde ich nicht diesen Punkt bestimmen. Ich würde viel seltener Ja sagen und dann käme dieser Punkt heraus. Würde ich hingegen umgekehrt vorgehen und als Nein nur zählen, wo sicher Nein gesagt würde und auch das eher Nein schon zu Ja zählen, dann bekomme ich wieder meine 2x2 Matrix raus. Die führt diesmal zu diesem Punkt. Ist das ein bisschen klar geworden, wie man da vorgegangen ist? Ich frage mal im Chat, wer würde dieses gestufte Verfahren für sich, ich frage nicht im Chat, ich frage per Umfrage, wer würde dieses gestufte Verfahren sagen, habe ich jetzt verstanden, kann man machen, erhält man nicht einen Punkt im ROC, sondern eben drei. Ja, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, dann ist von denen, die geantwortet haben, 2/3 Ja, 1/3 Nein. Und das ist mir noch nicht gut genug. Ich weiß nicht genau, was ich tun kann, außer nochmal ein bisschen wiederholen und dabei vor allen Dingen zurückgehen auf diese Matrix. Normalerweise haben wir zwei Signalsituationen, Signal plus Rauschen und Rauschen, und zwei Antwortsituationen, Ja und Nein. Und daraus erziele ich einen Punkt, den ich im ROC auftragen kann. Bis dahin sollten sie alle gekommen sein. So, jetzt kann ich sagen, ich nehme hier zum Beispiel Rauschen und als Signal plus Rauschen nehme ich zum Beispiel das leise, nicht das sehr leise Wort. Dann habe ich auch wieder zwei Zeilen. Jetzt hatte ich aber hier nicht zwei Antwortkategorien, sondern vier. Sicher ja, eher nein, sicher nein. Die kann ich aber gruppieren. Ich kann also sozusagen, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Versuchsperson sich Kriterien setze. Jetzt setze ich nochmal post hoc nachträglich Kriterien und sage, ich nenne jetzt für den Moment die ersten beiden als Ja, die letzten beiden als Nein. Nein, für den nächsten Punkt nehme ich nur den ersten als Ja, die drei rechts als Nein. Oder alle drei ersten als Ja, den letzten als Nein. Ich habe drei Möglichkeiten, wo ich meine Ja-Nein-Grenze treffe. Und je nachdem bekomme ich dann drei Punkte heraus, wenn ich sicher ja als das einzige Ja gelten lasse, dann ist es der Punkt links unten. Wenn ich fast alles gelten lasse und nur sicher Nein als Nein, dann habe ich ja sehr viele Ja's, dann geht es nach rechts oben, dann ist es dieser Punkt. Und dazwischen liegt der Punkt, wo ich das halbiere, halbe, halbe. Ich will mal wissen, ob meine Interaktion geholfen hat. Das hatte ich schon publiziert, behaupte ich mal. Und deshalb gibt es eine neue. Wer würde denn jetzt sagen, ich glaube, inzwischen kann ich mir vorstellen, wie man mit vier Antwortmöglichkeiten statt zwei, drei Punkte statt einem bekommt. Herr Kermach, ich habe eine Frage. Ja, Frau Müller. Können Sie kurz erläutern, was in der Abbildung MI bedeutet? Also M. Das kommt gleich. Ich möchte erst einmal dieses Verfahren erläutern. Und Sie sehen, das sind ja zwei Versuche. Oder ich kann es jetzt schon sagen, es gab Magical Ideation High und Magical Ideation Low. Das sind unsere beiden Versuchspersonengruppen, die Extremgruppen mit besonders hohem Magical Ideation Index und mit besonders niedrigem. Aber darauf kommen wir gleich. Ich möchte als erstes, dass Sie mir folgen. Also hier sehen Sie insgesamt vier Kurven, es überlagert sich ein bisschen, deshalb ist es etwas schwer zu erkennen. Aber jede dieser Kurven hat drei Punkte. 1, 2, 3. Und dann natürlich noch die Randpunkte am Ende. Oder 1, 2, 3. Und dann natürlich noch die Randpunkte am Ende. Oder hier 1, 2, 3. Oder 1, 2, 3. So, und wie kommen diese drei Punkte zustande? Und das kommt zustande, weil ich nicht zwei Antworten, sondern
4 Antworten geboten habe. Immer sozusagen zwischen die Antworten können Sie einen Strich ziehen. Bei 2 Antworten können Sie nur einen Strich ziehen, deshalb bekommen Sie nur einen Punkt. Bei 4 Antworten können Sie 1, 2, 3 Striche zwischen die Antworten ziehen und Ja jeweils anders gruppieren und Nein jeweils anders gruppieren. Und dann kommen Sie zu 3 Punkten im ROC. Und zwar natürlich, sozusagen, wenn Sie am wenigsten Ja-Antworten annehmen, dann ist es eher unten links. Und wenn Sie am meisten Antworten Ja-Antworten zulassen, dann am Punkt oben rechts. So, ich starte meine Ja-Nein-Umfrage. Ich formuliere die Frage noch einmal. Würden Sie es so sehen, dass Sie jetzt verstehen, weshalb man mit einer gestuften Abfrage eher Ja, sicher Ja, eher Ja, eher Nein, sicher Nein, mehr ROC-Punkte bekommt, 3 ROC-Punkte? Und das hat sich deutlich verbessert. Aus 2/3 ist nahezu 100% geworden. Ja, wir haben jetzt insgesamt knapp 3/4, die ihre Stimme abgegeben haben. Das soll mir reichen. So, und die waren überwiegend mitgekommen. Das freut mich. So, und jetzt kommt aber eben die Aufteilung in die Versuchspersonengruppen. Und da haben Sie MI High. Und ML, achso, nein, ich fange nochmal mit was anderem an. Hier sehen Sie jeweils 2 ROCs, weil wir haben ja entweder das leise Wort mit dem Rauschen verglichen, dann bekommen wir den oberen ROC, oder das ganz leise Wort mit dem Rauschen verglichen, dann bekommen wir den unteren ROC. Diese oberen und unteren, das ist also Sensitivität. Hier jetzt, das könnte wie gesagt auch an der Frage liegen, haben wir hier die 70-Jährigen, die eh nichts mehr hören, und hier die 15-Jährigen, die am besten hören. Ja, also es könnte Biologie sein, ist es hier aber nicht, weil das waren ja dieselben Versuchspersonen. So, aber hier ist es jetzt schlicht und einfach der Lautstärkeregler. Wie laut war das Wort eingemischt in das Rauschen? Ja, so, das sind also wieder Sensitivitäten unterschiedliche. Ich mache noch auf etwas anderes aufmerksam. In hellgrau, ich hoffe, Sie können das sehen, habe ich hier eingeblendet verschiedene gaußsche ROCs. Und Sie sehen, dass diese Kurven da einfach nicht reinpassen wollen. Das ist eben ein klassisches Ding für Poisson. Das ist links schief. Ja, das ist nach links unten gerutscht, die Spitze. Also das ist nochmal so ein Beleg für die Asymmetrie. Aber jetzt der interessante Vergleich zwischen diesen beiden Versuchspersonengruppen, den weißen Quadraten und den schwarzen Punkten. Und das Spannende aus meiner Sicht ist, die unterscheiden sich nicht in Sachen ROC. Der ROC ist dieser niedrige für beide Gruppen beim ganz leisen Wort und dieser höhere für beide Gruppen beim leisen Wort. Also die minimalen Unterschiede hier, die rechne ich jetzt nicht mal an. Und Experiment 1, das vergessen wir hier ganz, das habe ich gar nicht erläutert, was das wäre. Also wir sehen jetzt hier 2 fast identische ROCs für das ganz leise Wort, 2 fast identische ROCs für das leise Wort, aber auf dem ROC liegen die Punkte an anderen Stellen. Ja? Und zwar kann man das ziemlich genau vergleichen, wenn man diesen Punkt mit dem oder diesen mit dem. Das ist hier der mittlere Punkt. Bei den Leichtgläubigen, wenn ich da zusammenfasse, sicher ja und eher ja, lande ich an der Stelle, wo die kritischen Leute landen, wenn ich zusammenfasse, sicher ja, eher ja und eher nein. Nur erst, wenn ich das alles 3 zusammenfasse, dann lande ich dort, ja. Sonst sind die eher hier links am Rand. Die erzeugen also ganz wenig falsche Alarme. Es sei denn, ich nehme sogar noch eher Nein als eine Ja-Antwort. Ja, ein verdecktes Ja hinzu. Wenn ich bei den kritischen Leuten das eher Nein noch hinzunehme zum Ja, dann komme ich hier hin. Aber da sind die MI-High-Leute ohnehin, wenn ich das Kriterium auch nur hier hinstelle. Wenn ich bei denen sage, die oberen 3 Kategorien sind Ja, dann erzeugen die hier, also die sagen viel eher schon mal, also ich sag's mal so, wenn ein MI-Low-Mensch eher Nein sagt, dann sagt ein MI-High-Mensch schon eher Ja. Das ist quasi, diese Gleichheit lässt sich so übersetzen. Und das nächste haben wir dann, hier sind wir auch wieder sehr, also der dritte Punkt von denen, wenn man von rechts nach links zählt, ist der mittlere Punkt von denen. Das heißt, wenn die kritischen Leute, wenn ich da den Schnitt hier setze, muss ich ihn bei den Abergläubigen schon hier setzen, damit ich zum selben Datenpunkt komme. Mit anderen Worten, man könnte sagen, die gesamte Sensorik ist identisch.
Nur das Urteilsverhalten ist ein anderes. Ja, wann glaubt, wann, also welche Motivation hat die Person, ja oder nein zu antworten? Das ist unterschiedlich. Also ich habe es hier mal zusammengefasst. Wir haben eine Asymmetrie. Ja, das passt nicht zu diesen leicht grauen Kurven hier. Das ist ein Hinweis auf die Poisson-Verteilung. MI hoch und MI niedrig produzieren gleiche ROC-Kurven. Ja, das deutet darauf hin, die Sensorik ist identisch. Steht hier nochmal, basale Wahrnehmungsprozesse sind identisch. Im Prinzip operieren die Probanden auf der gleichen Information, die das Gehirn sozusagen von den Sinnesorganen zugeliefert bekommt. Aber die Position der Punkte auf ROC-Kurve und auf der ROC-Kurve unterscheidet sich deutlich. Das heißt, die Kriterien beim Auswerten dieser Information sind unterschiedlich. Ich gucke mal, ob es das war. Ja, fast. Das war's. Gut. Also, das war unser kleiner Exkurs in die Welt der, ja, nicht Religionspsychologie, aber man könnte es sozusagen nahe dran in die Welt des Aberglaubens nennen. Und hier sehen Sie eine schöne Anwendung, weil Sie hier auch nochmal wirklich sehen, es kommt nicht immer nur auf die Sensitivität an, sondern oft ist es auch, nicht oft, aber gelegentlich ist es auch mal wirklich spannend zu gucken, wie unterscheiden sich die Urteilsprozesse? Was setzt dann auf dem Sensorium auf? Was kommen dann für Kosten-Nutzen-Überlegungen bei den verschiedenen Leuten unterschiedlich zu tragen? Okay, hier hatte ich nochmal Hausaufgaben formuliert. Ja, ich würde mal so sagen, wenn Sie das wollen, studieren Sie diese Hausaufgaben und wenn Sie das Gefühl haben, an einer Stelle komme ich aber nicht ganz klar, dann haben wir einen Anhaltspunkt für eine Frage beim nächsten Mal. So, das war das. Ich gehe mal in den Chat. Hier werden Daten unterschiedlicher Gruppierungen, spirituell gleichgläubig und spirituell kritisch, anhand ihrer Vorurteile miteinander verglichen. Ja, anhand ihrer Vorurteile hätte ich jetzt so nicht formuliert. Ich weiß nichts über deren Vorurteile, aber ich merke jedenfalls, nicht anhand, das hätte ja, dass ich die Vorurteile im Vorhinein wüsste. Ich vergleiche sie und stelle dann fest, dass sie, ja, wenn man so will, könnte man sagen, ein anderes Vorurteil darüber haben, ob in dieser Sprache ein Rauschen ist. Das könnte man ja so interpretieren, dass man sagt, die spirituell Leichtgläubigen gehen schon mit der Haltung rein. Da ist doch bestimmt was drin, ja. Da muss ich, also ich habe sie wahrscheinlich in meinem Diplomarbeitenarchiv, wenn Sie es genau wissen wollen, können Sie sich diese Diplomarbeiten ja mal schicken lassen. Ansonsten schauen Sie doch mal nach Magical Ideation Index. Ja, das ist das Stichwort dazu. Vielleicht finden Sie dazu etwas im Internet. Ja, vielleicht den Test sogar veröffentlicht. Genau. Gut. Dann kommen wir zu einem Themenwechsel und zu einem Thema, da habe ich die Dateien noch nicht hochgeladen, behaupte ich. Gehe mal ins OLAT gucken. Nee, habe ich noch nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das will in der Jetztform oder ob ich da noch was dran verändern will. Es gibt noch zwei Vorträge. Diese beiden Vorträge sind alt, uralt. Die habe ich noch nicht seither wieder gehalten. Was sehen Sie, 2004, 16 Jahre, bald, ja, 16 Jahre her, dass ich diese Vorträge gehalten habe. Die habe ich noch nicht wieder neu aufgesetzt, weil ich nie darüber gelehrt hatte. Und jetzt kam aber die Bitte von Mitgliedern hier unseres Instituts. Das wäre doch gut, das würde doch, wenn Sie sowieso SDT lehren, dann lehren Sie doch auch mal was zur Schwellenmessung. Und das möchte ich heute tun und diese beiden Vorträge mal sehen. Ich hoffe, ich komme mit beiden durch. Es ist beides nicht lang. Die sind auch noch in einem alten Design, wie Sie sehen werden. Ganz früher habe ich mal irgendwo gehört, es sei augenschonend helle Schrift auf dunklem Grund, wenn gebeamt würde. Das war natürlich nicht für Online-Lehre, das war für Beamen. Ich glaube, dieser Tipp stammte aus Zeiten, als Beamer noch so lichtschwach waren, dass man den Hörsaal insgesamt abdunkelte. Und wenn dann die Folie hell war, dann war das grell. Und deshalb war in einem insgesamt abgedunkelten Hörsaal eine dunkle Folie mit heller Schrift verträglicher. Später hat dann irgendwann mal die Studierendenschaft mich überzeugt, machen Sie lieber weiße Folien mit dunklem Grund, das können wir drucken.
Inzwischen ist auch das kein Thema mehr. Sie drucken nicht mehr, weil sie die Folien lieber downloaden und parallel auf ihrem Rechner schauen. Ist also eigentlich ziemlich egal geworden. Sie sehen, damals war ich sogar noch nicht mal in Graz, das war noch vorher, da war ich an der Universität Leipzig. Ich bin ein wenig international anerkannt als Experte bei Verfahren zur Bestimmung von Schwellen, ob das jetzt die Hörschwelle ist, ob das jetzt eine Sehschwelle ist, eine Unterscheidungsschwelle, das kann also, es muss nicht die absolute Hörschwelle sein, so etwas wie, war da ein Ton oder war da keiner. Man kann mit solchen Verfahren auch Dinge messen, wie zum Beispiel, welcher Ton war höher, das werden Sie jetzt hinkriegen, aber dann mache ich es vielleicht schwerer und schwerer, bis ich Ihren just noticeable difference, Ihren gerade merklichen Unterschied, ebenmerklich Unterschied, war das Wort von Fechner, den EMU, ebenmerklichen Unterschied bestimmt hätte. So, solche Verfahren, die habe ich teilweise mitentwickelt und deshalb ist dieser Vortrag auch ein bisschen Kernbach-lastig, weil ich da auch nicht nur die alten Verfahren, sondern auch neue, die ich selber entwickelt habe, vorgestellt habe. Aber das sollte ich dann auch so rüberbringen, weil das ist aus meiner Sicht sind es die besten. Aber vor allen Dingen lernen Sie daran noch mal was. Und deshalb gibt es jetzt einen Vortrag über automatische Verfahren zur Bestimmung der Hörschwelle. Ich sehe auch gerade, ja, damals hat man noch in Format 4:3 alles gemacht und nicht 16:9. Das waren noch andere Bildschirmformate, ja. Konkret diesen Vortrag habe ich nach Erfahrungen in der Audiometrie. Entschuldigung. Ja. Hier schreibt jemand, der kein Mikro hat. Kann jemand mit Mikro mal fragen, ob Herr Kernbach. Natürlich, ich lehne das gerade jetzt. Danke. Und Frau Bauer druckt immer noch aus. Ja, aber ob ich das jetzt mal auf die Schnelle noch schaffe, die auf vielleicht, wenn ich die PowerPoint hochlade, schaffen Sie es, da eine farbarme Druckversion draus zu machen. Ja, und natürlich das also für Frau Bauer. Und die andere Frage, selbstverständlich kommt ins OLAT. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe bis zur letzten Sekunde jetzt nochmal an diesen Folien gearbeitet, um zu gucken, passen die, kann ich die heute erzählen? Und deshalb habe ich sie noch nicht hochgeladen. Aber gleich im Anschluss mache ich's. Aber Sie kennen mich. Nachher arbeite ich jetzt noch schnell in die Folien was ein und dann hätte ich es besser noch nicht hochgeladen. Deshalb, gut, ich hatte Erfahrungen gemacht in der Audiometrie. In der Audiometrie, wenn Sie mal hier beim Ohrenarzt waren, werden Sie, ich sag mal, aus professionell-psychologischer Sicht ganz grausames Lernen, ja, oder kennenlernen. Hier sehen wir eine Audiometristin vor ihren komplizierten Apparaten, mit denen sie hier die Frequenz auswählen kann und dann jeweils einen Schieber hat, um festzustellen, wird lauter, wird leiser. Und dann stellt sie den laut, laut, laut. Und die Dame hier, die wird offensichtlich gerade vermessen, die sitzt in der Kabine drin und die hat hier so Kopfhörer. Und wir sehen ihren Finger, sie zeigt, ich höre das. Und sobald sie das nicht mehr hört, lässt sie die Hand sinken. Und dann pegelt die Audiometristin so ein bisschen hin und her und sagt, oh, ich glaube, ja, das ist jetzt der Wert. Und dann geht sie zur nächsten Frequenz über und dann misst sie später andere Frequenzen nochmal und so weiter. Das ist bewährt. Das machen alle Ohrenärzte auf dieser Welt genauso. Es ist preiswert, es ist unaufwendig, flexibel einsetzbar, auch bei Patienten mit Kommunikationsproblemen, mit motorischen Störungen, irgendetwas können sie und wenn sie mit den Augen signalisieren, ob sie es hören oder nicht. Ja, also es gibt gute Gründe, das zu machen, aber es gibt auch Gründe, das anzuzweifeln. Und das habe ich sehr ja deutlich selbst erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie sich soweit mit der Biografie Ihrer Dozenten auseinandersetzen. Wissen Sie eigentlich, dass ich gar keine Psychologie studiert habe? Alles das, was ich Ihnen hier erzähle, das habe ich nie gelernt. Ja, ja, ich habe dann später in Psychologie habilitiert. Aber was habe ich denn studiert? Ich habe Physik studiert und auch Medizin. Und im Medizinstudium muss man auch sowas machen wie Formulaturen. Da muss man mal bei einem Arzt 3 Monate dabei sein. Und da ich mich damals schon fürs Hören interessierte, ich habe dann später kapiert, dass Hören eigentlich etwas ist, was ein Psychologe am besten studiert. Da ich mich damals mit dem fürs Hören sehr interessierte, habe ich mich beim Hals-Nasen-Ohrenarzt zur Formulatur gemeldet. Ja, und da kam dann eines Tages eine Dame, die war vor 14 Tagen schon bei ihm gewesen, da hatte sie einen Hörsturz gehabt, genau, einen Hörsturz. Und da hatte sie ein fürchterlich schlechtes Audiogramm erzeugt mit ganz tiefen Einbrüchen.
Und dann hat natürlich der Arzt bestimmte Medikamente angesetzt, wobei man weiß, bei Hörstürzen kann es so und so ausgehen und mit den Medikamenten macht man nicht viel. Man kann vielleicht die Chancen, dass eine Heilung eintritt, die gering sind, die sind so bei 15%. Mit guter Medikation kann man sie vielleicht auf 20%, vielleicht sogar auf 25% hochsetzen, aber es bleibt immer noch so, nach einem Hörsturz ist ein großes Risiko, also in einem bestimmten Alter, beim jungen Alter ist es oftmals stressbedingt, aber im Hörsturz bei alten Personen ist das Risiko hoch, dass der Schaden jetzt dauerhaft ist. Okay, aber die Dame kam natürlich voller Hoffnung, sie hatte ja das Medikament bekommen und vielleicht würde ja bei ihr eine Heilung einsetzen. Also sollte ein Audiogramm gemessen werden und der HNO-Arzt ordnete das an, drückte der MTA, medizinisch-technischen Assistentin, die Akte in die Hand. Sie würde mit der Dame runtergehen in den Keller, wo das Audiometer stand und sagte, Herr Kernbach, Sie wollen was lernen, gehen Sie dazu, setzen Sie sich daneben. Dann maß die MTA mit der Dame, die circa genau in so einer Position war, in der Kabine, Finger heben, ein Audiogramm und es war ein perfektes Audiogramm. Ich hätte fast sagen können, wie bei einem Neugeborenen, also schon fast gar nicht mehr altersgerecht. Und die MTA ging mit der Dame nach oben und ich folgte und sie übergab dieses schöne Audiogramm dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt und er schaute da drauf und ich stellte mich hinter ihn und flüsterte ihm leise ins Ohr, ich glaube keinen einzigen Wert. Aha. Gut, Herr Kernbach, machen Sie doch mal Folgendes. Sie wissen jetzt, wie es geht. Messen Sie doch mal das Audiogramm dieser Dame. Und dann bin ich mit ihr nochmal runter und zu ihrer großen Enttäuschung produzierte ich, ohne es vorliegen zu haben, exakt das Audiogramm, das sie vor 14 Tagen hatte, mit den starken Einbrüchen. Sie gehörte nicht zu den glücklichen 20%, bei denen eine Heilung eingetreten war. Was war passiert? Die Dame wollte hören und die MTA ging darauf ein und gab quasi nonverbal, ohne es zu wollen, Signale nach dem Motto, das sollten Sie jetzt noch hören können. Und dann irgendwann wurde der Blick der MTA sozusagen skeptischer. Das könnten Sie jetzt eigentlich kaum noch hören. Und prompt ging der Finger der Dame nach unten. Aber sie hat nicht gehört, sondern sie hat sozusagen eigentlich das Wissen. Da ist ja ein Ton umgesetzt in ein Handzeichen und auf die nonverbalen Signale reagiert im Sinne von, ich nehme an, dass ich das jetzt wohl nicht mehr hören würde. Ja? Erinnert Sie das an was? Haben Sie zu diesem Vorgehen eine Erinnerung, weil irgendeine Geschichte Ihnen schon mal erzählt worden ist? Das sollte in Versuchsplanung mal vorgekommen sein, ich weiß nicht. Gibt es ein Stichwort, Sie sagen auch, was diese Dame da mit Versuchsleitereffekt, das ist das Stichwort. Und kennen Sie dazu eine Anekdote, die Anfang des 20. Jahrhunderts spielt? Ja, das ist jetzt die Frage, müsste man sehen, ob Strack oder wie hieß der andere mit der G-Geschwindigkeit. Das sind auch Versuchsleitereffekte. Die Anekdote, sagt Ihnen das Stichwort kluger Hans etwas? Nein. Ja, das holen wir aber jetzt nach. Die eine ja, der andere nein, wie auch immer. So, der kluge Hans. Versuchsleitereffekte, Kriterienprobleme. Der kluge Hans ist ein Pferd gewesen. Ein Pferd, das rechnen konnte. Man sagte dem Pferd 3 mal 7 und dann stampfte es 21 Mal mit dem Huf. Dann sagte man eine andere Rechenaufgabe, 7 weniger 2, dann stampfte es 5 Mal mit dem Huf. Ja. Der Besitzer des Pferdes, Wilhelm von Osten, war kein Betrüger. Er war felsenfest von der Leistung des Pferdes überzeugt. Er hatte das Pferd dazu trainiert, dass es das konnte. Ja. Oskar Pfungst löste das Rätsel erst nach mehreren Jahren, 1907. Und zwar, also das ging so weit, der kluge Hans, der wurde sogar im Hörsaal, es gibt Bilder, da steht so ein Hörsaal und dann steht da vorne ein Pferd. Ja? Und in so einem Hörsaal funktionierte das sogar, wenn Wilhelm von Osten hat gesagt, ich muss gar nicht dabei sein, ihr müsst nicht glauben, dass ich dem Tier Zeichen gebe. Ja? Also Wilhelm von Osten verließ den Saal. Und irgendjemand aus dem Publikum, vielleicht derjenige, der das Pferd und Herrn Osten eingeladen hatte, stellte die Aufgabe und brav stampfte das Pferd so oft mit dem Huf wie von der Aufgabe vorgegeben. Ja? Was niemand gemerkt hatte, war, dass das ganze Publikum mit seinem erwartungsfrohen Blick, ja, toll, funktioniert, wir wollen ja die Sensation, wie viel 21 weniger 4,
15, 16, 17, jetzt wird es ja wohl aufhören. Und in der Tat, das Pferd war klug, wenn man so wollte. Das Pferd war klug, denn nicht mit Rechnen. Es konnte nonverbale Signale lesen, und zwar nicht nur von einer Person, sondern von jeder. Und es konnte sozusagen sehr schnell erkennen, das Publikum erwartet jetzt von mir, dass ich aufhöre. So, das war ein klassischer Versuchsleiter oder in diesem Fall sogar Versuchsbeobachtereffekt. Und Oskar Pfungst löste das Rätsel wie folgt, indem er dann noch eine verschiebbare Tafel, kennen Sie bestimmt in Hörsälen, so auf Rollen, ja, mit in den Hörsaal schob. Und dann schrieb er die Rechenaufgabe auf diese Tafel, aber so, dass nur das Pferd sie lesen konnte und das Publikum nicht. Hatte er vorher die Rechenaufgabe an die große Tafel geschrieben, dass das Pferd und das Publikum sie lesen konnte, dann hat das Pferd richtig gerechnet. Schrieb er sie nun aber auf diese hineingeschobene Tafel, so dass nur das Pferd sie lesen konnte, dann war das Pferd geschmissen und stampfte und stampfte und wusste nicht, wann es aufhören sollte. So, Versuchsleitereffekt. Krüger Hans, was Neues gelernt. War das Pferd? War wer das Pferd? Also der kluge Hans ist das Pferd, genau. Der kluge Hans ist das Pferd. Das Pferd hieß Hans und bekam dann den Beinamen Klug. Und Sie finden das sogar auch unter Clever Hans. Ja? Also wenn Sie eine englische Doku darüber lesen, lesen Sie es. Das ist amüsant, witzig etc. Ja? Also der arme Herr von Osten, der hat dann später noch andere Pferde trainiert und der ist also ganz unglücklich darüber geworden. Er hat Pfungst nicht geglaubt und doch, da ist was dran und so, naja. Okay. Gut. Und das mit dem Kriterieneffekt, ne, das sollten Sie kennen. Dafür haben wir die ganze Zeit über eine Receiver Operating Characteristic gesprochen und das Ja dieser Versuchsperson, sie hebt den Finger. Das ist vielleicht, wenn wir jetzt diesen Punkt haben, liegt das bei, was ist das? Das sind 80, das sind 60, 70, bei 76%, ja? Aber es könnte genauso gut bei 95% liegen oder woanders, ja? Kann sich hier auf dieser Kurve frei verschieben. Also, Kriterienprobleme, die dazu führen, dass diese Antwort ja einfach unzuverlässig ist, solange ich die Kriterien nicht weiß und nicht kontrollieren kann. So, das ist eine Vorrede. Das war sozusagen, wie bin ich reingestolpert in dieses Gebiet, weil ich beim Hals-Nasen-Ohrenarzt war und dachte, oh Gott, das geht ja gar nicht. Nun schaffen wir als erstes aus dieser Situation den Versuchsleiter ab. Diese Person, ja? Dann gibt's auch keine Versuchsleiter mehr. Wir brauchen automatische Verfahren und die ersten davon wurden schon von Gustav Theodor Fechner vorgestellt, 1860. Das ist nun wirklich lange her. Das Herstellungsverfahren, ich weiß nicht, warum ich das in Grau geschrieben habe, kann man durchaus heute auch noch gelegentlich einsetzen. Man gibt der Versuchsperson einfach einen Schieberegler mit oder einen Drehregler oder was auch immer und sagt, stelle bitte das ein, was du gerade eben nicht mehr hörst. So, jetzt stelle bitte das ein, was du gerade eben noch hörst. Und das macht man 4-5 Mal und sie macht das so. Das ist jetzt auch nicht objektiv, weil es sehr subjektiv über die Versuchsperson geht, ja. Aber es ist zumindest der Versuchsleiter raus. Versuchsleitereffekte gibt es jetzt nicht mehr. Richtig gut ist das Konstanzverfahren. Beim Konstanzverfahren, hier habe ich die Signalstärke, die geht jetzt von 0 bis 100. Nein, von 0 bis 100 ist die Wahrnehmbarkeit. Hier ist sozusagen irgendwie die Signalstärke. Und diese Signale hier sind eher nicht wahrnehmbar. Und diese sind gut wahrnehmbar. Hier ist irgendwo der Grenzbereich. Das will ich wissen, wo das liegt, ja. Das Konstanzverfahren, bei dem, das werden Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ich glaube, da sind Sie, oder? Fechner, Konstanzverfahren. Also mache ich eine kurze Umfrage. Wer hat das Konstanzverfahren von Fechner im Laufe seines Studiums jetzt hier schon kennengelernt? Eine Ja-Nein-Umfrage. Oh, ich bin erschrocken. Das hätte ich gedacht, weil ich dachte, adaptive Verfahren, gut, die haben Sie vielleicht nicht kennengelernt, aber das ist sozusagen Urklassiker. Das ist Fechner und alles, was Fechner ist, ist Urklassik. Fast alles, was Fechner ist. Seine Gedichte muss man nicht kennen. Aber was er über Psychologie geschrieben hat, das ist alles Klassik und das gehört irgendwo. Also, dann jetzt in aller Schnelle, habe ich veröffentlicht, ja, ich glaube ja, in aller Schnelle das Konstanzverfahren. Sie legen sich also auf 100 Versuche oder was sind es hier, 120 Versuche fest, die Sie vorab fest verteilen, wo Sie sagen, bei der Stärke 20, bei der, natürlich nicht
erst die 20, dann die 20, dann die 20, sondern diese 120 Versuche werden randomisiert dargeboten und die Versuchsperson sagt, ja, höre ich, nein, höre ich nicht. Das Kriteriumproblem sind sie damit immer noch nicht los, aber in manchen anderen Situationen kann das Konstanzverfahren ganz gut einsetzbar sein. Ja? Also das Konstanzverfahren ist ein absoluter Klassiker. Bitte nachholen. Ja? Wenn Sie das jetzt bislang noch nie gehört haben, ich werde mir das auch notieren, dass ich das nochmal anmahne. Oder man schlägt es mir definitiv zu und sagt, Christian Kernbach, lehren Sie das, dann mache ich das. Also ich bin überrascht. Okay. Und dann als letztes, was ich fest vorher... Achso, nee, das ist jetzt sozusagen eine Anmerkung dazu. Ein dummes Problem hier beim Konstanzverfahren ist, dass ich viele Versuche mache, die witzlos sind, weil hier werde ich ja rausbekommen und hier werde ich nein rausbekommen. Diese Gegend wäre ja interessant. Also am liebsten würde ich irgendwie die Versuche hier häufen, ja, hier 10, hier 20, hier 30, ja, so, dass ich über das, was hier am interessantesten ist, am meisten Versuche bekomme. Und wir werden sehen, dass in der Tat so ein bisschen die adaptiven Verfahren, um die es heute gehen soll, das leisten. So. Fechner muss man noch ein drittes Verfahren kennen, außer dem Herstellungs- und dem Konstanzverfahren. Das ist das Grenzverfahren. Das wird aber heute kaum noch eingesetzt. Das Konstanzverfahren wird ab und zu eingesetzt, aber das Grenzverfahren, das wird abgelöst durch die adaptiven Verfahren. Das Grenzverfahren geht so, er startet mit einer großen Lautstärke und dann wird die kleiner, bis die Versuchsperson sagt nein. Dann startet er mit einer kleinen, die nicht hörbar ist, dann wird die lauter, bis die Versuchsperson sagt ja. Dann startet er wieder oben, bis sie sagt nein. Dann startet er unten, bis sie sagt ja. Und dann gibt es irgendeinen mittleren Schwellwert. Immer noch alles kriterienbehaftet, weil wir einfach eine Ja-Nein-Aufgabe stellen. Und wir wissen, bei einer Ja-Nein-Aufgabe kann die Versuchsperson ja einfach sagen, ich weiß ja eh, dass das Signal da ist, setzt ihr Kriterium etwas anders, sagt etwas schneller Ja, ja, und so weiter. So, aber trotzdem drei klassische Verfahren, die wir mindestens mal grundsätzlich kennen sollten, von Gustav Theodor Fechner vor 160 Jahren vorgestellt. Dann geht eine gute Zeit ins Land, 1860 bis 1946. Das sind 86 Jahre, das ist mehr als die Hälfte der Zeit von da bis heute, bis es das erste adaptive Verfahren gibt. Von George von Békéscsi, einem Ungarn, der für zwei Sachen bekannt geworden ist, für dieses adaptive Verfahren. Und das andere ist, naja, er hat bestimmt noch ganz viel anderes Tolles gemacht, aber die große Leistung, die man auch mit George von Békéscsi verbindet, ist, dass er entschlüsselt hat, die ersten groben physikalischen Prinzipien, wie das Innenohr funktioniert. Vielleicht lernen Sie in biologischer Psychologie, wenn Sie etwas über das Innenohr lernen, dann auch mal kurz den Namen Georg von Békéscsi, ich weiß nicht, George, ich weiß nicht, wie es sich ungarisch ausspricht. Békéscsi, das S ist weich, meine Güte, das weiß ich. So, wie funktioniert das Verfahren? Das funktioniert ganz einfach. Ich setze sozusagen hier dieses Verfahren ein bisschen zeitsparende aneinander an. Die Versuchsperson sagt, höre ich, dann geht's immer eine Stufe runter. Dann sagt sie irgendwann, höre ich nicht. Dann geht's immer eine Stufe rauf, bis sie wieder sagt, höre ich. Und dann geht's runter, dann geht's rauf, und dann geht's runter, dann geht's rauf und so weiter. Und am Ende werte ich alle diese Versuche, eigentlich meistens wertet man die Umkehrpunkte, also den Knick. Habe ich 8 Knicks, so, die werte ich aus, mittle das und bekomme zu einem Level, von dem ich sage, das ist der Level, wo die Wahrscheinlichkeit für die Antwort Ja, für das Plus, 50% ist. Irgendwo hier, wo der Übergang ist, aha, hier ist der Übergang, da ist 50%. So, bis hierhin hoffe ich, dass das jetzt nicht allzu schwer war, was ich Ihnen erzählt habe. Ich würde mal sagen, ich sehe eine Frage im öffentlichen Chat. Okay, wunderbar. Lesen Sie, was Sie lesen können. Und wenn Sie es, also hier ist ein Vorschlag Ihrer Kollegin Chandri, Kapitel 10. Also diese Fechner-Verfahren sollte man kennen. Und ich habe echt gedacht, die würden gelehrt. Na denn, Ich wollte eine Umfrage. Ach was, ich glaube, das war... Na doch, komm, jetzt. Sind Sie mir bis hierher gefolgt bei diesem adaptiven Verfahren von Békéscsi? Das ist nachvollziehbar oder nicht? Das war das Ergebnis, das ich hoffe. Wir haben jetzt 50-3. Also, ein Gros ist mir gefolgt. Ich mache jetzt mal Schluss, um nicht auf die letzten zu warten. 52-4. Das freut mich. Ich glaube, auch dieses Verfahren ist erstmal leicht zu verstehen.
Leider, wie gesagt, ist das ein, das ist auch nicht so gemacht, wie ich es später gemacht habe. Später habe ich auf Animationen weitestgehend verzichtet und lieber eine neue Folie gebaut. Und dann konnten Sie das auch besser ausdrucken. Hier ist es so, dass tatsächlich das am Bildschirm am besten funktioniert, weil Sie da die Folien sozusagen auch animiert so sich anschauen können. Ja? So, alles das hat dieses Ja-Nein-Aufgabenproblem, ob Bekishi, ob das Herstellungsverfahren, ob das Konstanz- oder das Grenzverfahren haben das Kriterium, das Kriterienproblem, das Kriterium für die Antwort Ja kann ja variabel sein. Das umgeht man heute sehr gerne in der professionellen Forschung, wenn man also wirklich saubere Aussagen über die Schwelle treffen will, wenn man kriterienfreie Aufgaben wählt. Und ein absoluter Klassiker im auditiven Bereich ist das Two Intervals Forced Choice. Ja, gibt es auch bei den visuellen. Zwei Intervalle, erzwungene Wahl. Also, was kann das sein? Sie sehen zwei Lampen. Sie haben eine rote und eine grüne. Sie haben zwei Tasten, eine rote und eine grüne. Und ich werde das jetzt kurz animieren und wenn das Gerät gut genug ins Mikro überspielt, werden Sie vielleicht entweder bei Rot oder bei Grün, ich müsste es anders sagen, von links nach rechts, entweder bei Grün oder bei Rot, einen Ton hören. Und dann würde ich Sie fragen, wo war der Ton? Grün oder Rot? Okay, an der Stelle schiebe ich jetzt mal eine Umfrage ein. Und zwar eine benutzerdefinierte mit den Farben Grün und Rot. Ja. Ja, der Ton war ein bisschen, bevor das rote Licht aufleuchtete, aber Sie haben ja das zum größten Teil erkannt. Vielleicht sind die fünf anderen Antworten darauf zurückzuführen, dass da tatsächlich ein bisschen das Signal ein klein wenig zu früh kam. Das ist jetzt hier der Animation geschuldet. Man nennt das auch den Paarvergleich. Es gibt sozusagen zwei Intervalle, die ich vergleiche, ein Paar. Das muss nicht, also im Visuellen kann das auch nacheinander kommen, aber im Visuellen könnte ich natürlich auch links einen Stimulus und rechts einen Stimulus und die Frage ist, in dem linken Rauschen irgendein Buchstabe versteckt oder im rechten Rauschen beispielsweise, könnte ich ja auch machen. Noch gerade ein Hinweis, ich habe damals dann entwickelt, dieses Verfahren unter anderem auch für einen Audiometerbauer. Eine Firma in Hamburg, die Audiometer baute und ich bin mit denen ins Gespräch gekommen, habe gesagt, wollt ihr nicht ein automatisches Verfahren für die ehrgeizigeren eurer Ohrenärzte in euer Programm übernehmen? Und das war ganz interessant. Also ist nie was draus geworden. Die haben sich das alles mal angeschaut. Die haben das sogar ein bisschen finanziell unterstützt. Die haben uns ein Audiometer, so ein richtig großes Teil dahingestellt, damit wir da mal ein Semester mit arbeiten konnten. Und die Ergebnisse werden wir gleich sehen. Aber ganz witzig war, als ich auch einen Hinweis von einem Nichtwissenschaftler, einem Unternehmenschef, der kam dann aus Hamburg nach Leipzig, wollte sich das mal vorführen lassen, was ich bis jetzt programmiert habe. Und dann habe ich hier so eine Geschichte mit roter und grüner Lampe und so aufgebaut. Und dann sagte der, Herr Kernbach, wenn Sie mich auffordern, dass ich mich konzentrieren soll, dann mache ich als erstes die Augen zu. Mist, dann kann ich nicht mit Lampen arbeiten, um zu sagen, erstes oder zweites Intervall. Also bei den meisten psychologischen Experimenten tut man das ohne Probleme, weil Versuchspersonen, ja, die achten schon auf sowas. Aber hier geht es ja nicht um Versuchspersonen, hier geht es ja vielleicht um 80-jährige Personen, die zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen und ein Audiogramm aufnehmen wollen. Deshalb habe ich das für mich ein bisschen geändert. Kurzer oder langer Ton. Es geht wieder um zwei Alternativen und das ist eine andere Abkürzung. Beide Abkürzungen tauchen auf. 2IFC, 2AFC oder man spricht ja dann meistens Englisch. 2IFC, 2AFC. 2IFC, 2 Intervals Forced Choice oder 2AFC, 2 Alternatives Forced Choice. Ja? Bei 2 Alternatives Forced Choice, das ist der Oberbegriff, da fällt das drunter. Die beiden Alternativen können Intervall 1, Intervall 2 sein oder linke Bildschirmhälfte, rechte Bildschirmhälfte oder kurzer oder langer Ton. Ja? Also es gibt zwei Töne und auf einmal, egal ob ich zwei Intervalle oder kurz oder lang, ist die Trefferwahrscheinlichkeit nicht mehr zwischen 0 und 100, sondern zwischen 50 und 100. Denn selbst wenn ich gar nichts höre, rein zufällig läge ich ja zu 50% richtig. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Das Verfahren von George von Bekishi, ja, Simple Uptown, das führte zu 50%. Aber wenn das jetzt nicht mehr von 100, von 0 auf 100 geht, sondern
Lösbarkeit im Paarvergleich geht jetzt von, habe ich hier unten hingeschrieben, ja, 50 auf 100, dann würde die Schwelle ja praktisch bei minus unendlich liegen. Das würde nicht mehr passen. Jetzt möchte ich eigentlich die Schwelle definieren als 75%, jetzt nicht mehr ja, sondern 75% richtig. Weil 75% richtig liegt zwischen 50% richtig, wenn man gar nichts hört, und 100% richtig, wenn man alles hört. Das wäre jetzt die neue Definition von Schwelle. So, und da gibt es verschiedene Verfahren, die wir in aller Schnelle kurz kennenlernen werden. Also ein paar lasse ich weg. Die sind auch in der Literatur verbreitet. Parameter Estimation by Sequential Testing ist einigermaßen, gut, Sie sehen jetzt 46, 67, jetzt passiert was, ja. Sowohl dieses als auch das nächste Maximum Likelihood Methoden stelle ich deshalb nicht vor, weil sie falsch sind. Ja, sie werden immer noch viel verwendet, aber es gibt gute Argumente, die ich auch publiziert habe, warum diese Verfahren eigentlich gar nicht richtig funktionieren können. Das Verfahren ist aber auch sehr weit verbreitet und ist ein sehr einfaches Verfahren ohne große Rechnungen. Hier sind hier Wahrscheinlichkeitsrechnungen drin, die nicht funktionieren können. Aber hier ist was ganz Simples, so ähnlich wie Bekeschi, mit einer Abwandlung. Levitt sagt sich, ja, bei Simple Up-Down, da laufe ich tatsächlich zu schnell nach unten. Ich bremse das mal etwas. Ja? Und dann erfindet er zum Beispiel das Two-Down-One-Up-Verfahren. Oder man sagt dann oft manchmal Levitt Two-Step. Und das heißt, mach's zweimal richtig, dann geht's eins runter. Mach's zweimal richtig, dann geht's eins runter. Mach's einmal falsch, dann geht's hoch. Egal, ob das das erste von einem Zweier war oder ob ich hier schon einen richtig hatte, noch einen richtig, der vielleicht runtergegangen war. Dummerweise ist der zweite falsch gewesen, also geht's wieder hoch. So, hier habe ich jetzt Levitt Two-Step oder Two-Down-One-Up. Two-Down-One-Up führt zu 71%. Hat irgendjemand von Ihnen eine Idee, warum zu 71%? Muss mal gucken, was im Chat wieder passiert ist. Ja, genau, zwischen den beiden, genau, das ist passiert. So, hat jemand eine Idee, weshalb Two-Step, Two-Down-One-Up zu 71% führt? Oder was das überhaupt für eine Zahl ist? Es ist nicht genau 71%. Irgendwie 71,0, müsste ich nachrechnen, oder 70,7, was weiß ich. Caroline, was könnte das für eine Zahl sein? Bin gespannt, ob es jemand findet. Ja, aber welche Zahl? Wie komme ich genau auf die? Mich interessiert diese 71%, die da meistens berichtet wird. Hat jemand eine Idee, weshalb dieses Verfahren nicht auf 72, nicht auf 70, sondern auf 71 oder eigentlich noch etwas eine andere Zahl? Ich muss das mal gerade auf dem Rechner ausrechnen, welche Zahl das genau ist. Das mache ich lieber hier bei mir, damit Sie nicht mein Verfahren der Rechnung sehen. Und da sage ich, ob der das überhaupt kann. Oh, jetzt brauche ich eine Brille. Ja, ich gebe Ihnen noch mal was Zeit hier. Wie kommen wir da auf die 71%? Ist der kompliziert? Da ist er. So, jetzt sind Sie dran. Wie komme ich auf 70,7%? Würde mich freuen, wenn Sie eine Lösung vorschlagen. Nein, zwei Drittel sind 66,6%. 70,7%? Irgendjemand eine Idee zu dieser Zahl?
Hat irgendeiner eine Idee zu dieser Zahl? Es gibt vier Varianten hochzugehen. Nee, eigentlich gibt es zwei Varianten hochzugehen. Entweder Sie machen es gleich falsch oder Sie machen einmal richtig auf diesem Level und dann einmal falsch. Es gibt zwei Varianten hochzugehen und eine Variante runter. Sie müssen es beide Male richtig gemacht haben. Also ich kann das nochmal aufführen. Plus plus, Doppelpunkt, runter. Plus minus, Doppelpunkt, rauf. Minus, Doppelpunkt, rauf. Sind die Regeln. So. Ich mache Ihnen das mit der Prozentzahl noch einfacher. Ich lasse das mal als nicht als Prozentzahl, sondern als Wahrscheinlichkeit aufschreiben. 7, 1, 0, 6, 7, 8, 1, 2. Wieso konvergiert das gegen eine Lösungswahrscheinlichkeit von 0,70710678 12? Oder was ist das für eine Zahl, 0,70710678 12? Hat jemand eine Idee, was das für eine Zahl sein könnte? Kommt, Leute, irgendjemand kommt auf die richtige Idee. Was ist das für eine Zahl? Okay, ich verdopple die mal. Was kommt denn da raus? Ich nehme die mal 2. Mal 2. Das ist dann natürlich keine Wahrscheinlichkeit mehr. 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 4. Es ist knapp unter 75. Wurzel 2, genau. So, und wenn 1,4. Ja, und dann ist das natürlich Square Root von 2 durch 2. Und das kann man auch noch anders ausdrücken. Das ist dann nämlich Square Root von. Square Root von 1,5, von 0,5. Ja, genau. Also Wurzel von 0,5. Richtig. So, und da ist steckt sozusagen, ich mache mit 50% Wahrscheinlichkeit, ist p Quadrat richtig. Das heißt, man kann sozusagen sich fragen, wie wahrscheinlich ist es nicht, dass ich einen Versuch richtig mache, sondern dass ich einen Doppelversuch richtig mache. Und das ist sozusagen 50%. Weil wenn ich einen Doppelversuch richtig mache, gehe ich runter. Wenn ich im Doppelversuch auch nur irgendeinen Fehler einbaue, entweder spät oder gleich früh, dann weiß ich ja sofort, der ist eh gescheitert, ja. Man könnte sozusagen sagen, es gibt vier Möglichkeiten, ja, nämlich es gäbe zu dem, was ich vorhin aufgeschrieben habe, auch noch minus minus führt auch rauf, aber wird nicht abgewartet. Ja? So. Minus minus führt auch zu rauf, wird aber nicht abgewartet. So, und Sie haben also vier Möglichkeiten, plus plus, plus minus, minus plus, minus minus, alles mit 50% Wahrscheinlichkeit, nee, alles mit 71% Wahrscheinlichkeit, dann ist plus. Dann haben Sie sozusagen, oh, wie soll ich das sagen? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beides richtig machen, ist Wurzel 0,5. Oder sozusagen, die Steuerungsgröße ist jetzt nicht mehr p, sondern p Quadrat. Sozusagen, Sie steuern, wenn Sie so wollen, mit einem Simple Up-Down-Verfahren den Doppelversuch. Ja? Und der Doppelversuch, wird auf 0,5 gestellt. Und wenn der Doppelversuch gut ausgeht bei 0,5, dann wissen Sie, P mal P ist 0,5. Aha, dann ist P 0,71 oder 0,707 Dings da. Ja. Angekommen? Genau. 7 plus 4 drauf wird nicht abgewartet. Genau. Was hatte ich denn oben von? Gerade eben bin ich etwas durcheinander mit der Zahl der Alternativen. Jetzt finde ich meine eigenen Aufzeichnungen nicht mehr. Also, plus plus, plus minus. Und dann gibt es minus minus und minus plus.
Die werden beide nicht, genau, Minus, Minus und Minus, Plus werden nicht aufgewertet. Werden zusammengefasst zu Minus, geht es eben rauf, genau. Ich versuche es jetzt nochmal hier zusammenzufassen. Der Doppelversuch muss zu 50% gelingen. Der Doppelversuch muss, wenn ich das Kriterium für Stufe runter... wenn Sie als Versuchspersonen das Kriterium für ich sage ja erhöhen, dann können Sie die Schwelle beliebig verfälschen. Aber jetzt sind wir ja schon bei Aufgaben, wo Sie nichts mehr tricksen können. Wenn Sie nichts hören, sind Sie bei 50% richtig. Ah, so, ja, da, Herr Rügge, Moritz, wir kommen da gleich drauf. Genau. So, also, ich bleiben wir mal bitte bei dem Versuch hier. Der Doppelversuch muss zu 50% gelingen. Also, Herr Rügge, Sie wollen es unbedingt wissen, ja? Da. kommt aber gleich. Und jetzt... kurz aber nochmal zu dieser Aussage. Die möchte ich jetzt gerade, das mache ich lieber dann in den geteilten Notizen. Dann bleibt das ein bisschen besser erhalten. Geteilte Notizen. Der Doppelversuch muss zu 50% gelingen. Ja. Dann bleibe ich sozusagen auf der Stelle, weil wenn der Doppelversuch scheitert, gehe ich rauf. Wenn der Doppelversuch gelingt, gehe ich runter. Also ich komme auf die Stelle, wo der Doppelversuch zu 50% gelingt. Und P für Doppelversuch ist gleich P Quadrat von Einzelversuch. Ich sollte eigentlich das Quadrat besser hier hinten schreiben, das wäre etwas sauberer. Und daraus folgt P Einzelversuch ist gleich Square Root von 0,5. Eine kleine Umfrage zu dieser, ich gucke nochmal gerade in den Chat, bestimmt eine. Genau, kriegen wir hin. Wer ist jetzt der Meinung, dass er das mit den 70,7% nachvollziehen kann? Uiuiuiui. Das enttäuscht mich. Dann muss ich meine Didaktik nochmal verbessern. Warum hat das nicht geklappt? Kernbach, Ihr Video ist aus. Ihr Ton meine ich, Entschuldigung. Ja, genau, danke für den Hinweis. Okay. Ja, wieder mal rausgeflogen und diesmal weiß ich genau, dass ich nichts falsch bedient habe. Das passierte, ohne dass ich eine Taste berührt habe, der mich einfach rausgeschmissen. Der meinte, ich rede hier zu viel. Okay. Genau, Steffen, das ist die richtige Antwort. Dritte Wurzel aus 0,5 ist 0,97. Ja, okay. 79, okay. Ich möchte aber nochmal darauf zurückkommen. Hier. Erste wichtige Frage, die ich stelle. Ah, die Animation funktioniert nicht. So. Würden Sie verstehen, warum Bekeschi behauptet, bei 50% Ja-Antworten bleibt man auf der Stelle. Also wenn man in dem Bereich dieses Übergangs ist, wo 50% ist, dann hält man sich in der Höhe. Erste Umfrage. Ich werde jetzt ein paar Umfragen stellen.
Nein, muss es nicht. Sauberkeit geht vor Schnelligkeit. Okay. Umfrage. Bei Bekeshi, Sample Uptown, 50% versteht man. Okay, das ist jetzt noch nicht viele, 50 von 80, aber ich veröffentliche das mal, schon ein größerer Teil als eben, trotzdem. Also bei Bekeshi klappt das mit den 50%. Ja? Und zwar ist die Idee halt, wenn ich bei einem Lautstärke-Level bin, wo ich mit 50% ein Plus und dann 50% ein Minus mache, dann werde ich also mit 50% Wahrscheinlichkeit einen Schritt nach unten, mit 50% Wahrscheinlichkeit einen Schritt nach oben machen. Und im Schnitt auf derselben Stelle bleiben. Das ist alles, was ich noch dazu beitragen kann, dass auch die 12%, die jetzt noch Nein gesagt haben, es auch verstehen. Überlegen Sie sich es nochmal. Sie haben einen sozusagen, wenn Sie oben sind, ist es laut und jeder sagt ja. Wenn Sie unten sind, ist es leise und jeder sagt Nein. So, wenn Sie in dem 50%-Bereich sind, sagen Sie mit gleicher Wahrscheinlichkeit Ja wie Nein. Und das heißt, Sie machen mit gleicher Wahrscheinlichkeit einen Schritt nach unten oder nach unten oder nach oben. Also bleiben Sie auf der Stelle. Und deshalb ist die Stelle, die Sie am Ende dann haben, Ihre 50%-Schwelle. Ah, ich versuche es doch nochmal. Umfrage. Ist es jetzt rübergekommen? Umfrage, Umfrage, Umfrage. Bekeshi, Simple Uptown. Ist das rübergekommen? So, jetzt sieht es besser aus. Also manchmal hilft Wiederholung. Einfach nur nochmal sagen. Mehr Zeit lassen. Ja, und dann aber wieder einen Extratermin einfügen. Aber mir liegt es am Herzen. Mir liegt es auch wirklich, dass nicht nur die besseren 30% hier mitkommen. Ich möchte, dass sie alle eine Chance haben. Vielleicht wird der eine oder andere, wenn ich dann mal nachfrage, wer gibt denn die Nein-Antworten, dann kommt auch manchmal dazu, ja, mein Bildschirm war aus, ich konnte es nicht verstehen. Ja, dann hilft die Aufzeichnung. Und wie gesagt, wenn Wiederholung hilft, dann hilft es ja auch, sich den Stoff nochmal anzuschauen. Ich gucke nochmal, ob jetzt hier was dazu geschrieben worden ist. Ja, hat es jemand sozusagen genau nochmal dafür. Ja, natürlich, unbedingt. Das ist ein Versuchsleitereffekt. Aber sagen wir mal, Sie müssen sich ja wehren. Sie müssen sagen, nein, ich verstehe es nicht und dadurch mich ausbremsen. Das ist sozusagen das Hilfsmittel, das wir hier haben. Und es ist ein viel besseres Hilfsmittel als in den Präsenzvorlesungen. Da hatte ich das nie. Ja, ich bin froh darum. Ich brauche leider mehr Zeit dafür. Okay, so ist das halt. So, und jetzt kommt der nächste Schritt, das Verfahren von Herrn Bekeshi und wir bleiben erstmal von Herrn Levitt, Doppel-T, 1971 und wir bleiben erstmal bei diesem Two Down, One Up und hier ist sozusagen die Idee, ich mache einen Doppelversuch und jetzt gehen wir nochmal in die geteilten Notizen, ja, und da steht, der Doppelversuch muss zu 50% gelingen, das ist was bei, im Prinzip habe ich ja die Idee wie bei Simple Up Down, der Versuch geht gut, ein runter, der Versuch geht schief, ein hoch. Der Doppelversuch geht gut, ein runter, der Doppelversuch geht schief, was ich eventuell eben schon nach dem ersten Versuch weiß, ein hoch. Der Doppelversuch muss zu 50% gelingen. Nun ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Doppelversuch schaffe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Einzelversuch schaffe, hoch 2. Also, hier steht es dann nochmal etwas anders ausgeführt. P-Einzelversuch ist Square Root 0,5. P-Doppelversuch hoch 0,5. Genau. Und also dieses hoch ein halb ist dasselbe wie die Wurzel, ja. Sind wir bis hierhin gekommen? Ist es jetzt ein bisschen plausibler, wenn der Doppelversuch zu 50% gelingen muss, dass der Einzelversuch zu 70% gelingen muss, weil 70% mal 70% ist 50%, ja? Eine kleine Umfrage zu diesem Thema. Sind wir jetzt mit der Meinung, dass mit Levitt Two-Step eine 70%-Schwelle gemessen wird? Sieht etwas besser aus als beim ersten Anlauf. Wir verbessern uns. So, die Zahl der Antworten nimmt ab. Waren es ursprünglich noch um die 90% Antworten überhaupt? Sind wir jetzt froh, wenn wir die Hälfte der Antworten haben? Aber jetzt ist es ein bisschen besser gelaufen. Es freut mich. Und dann kommt natürlich die nächste naheliegende Erweiterung. Man kann sagen, nein, der Dreifachversuch muss gelingen. Dann geht es einen runter. Wenn der Dreifachversuch nicht gelingt, ob wie hier beim dritten Mal, oder vielleicht schon beim zweiten oder vielleicht beim ersten Mal, dann geht es einen rauf. In dem Augenblick habe ich
Der Dreifachversuch muss mit 50% gelingen. Dann gelingt der Einzelversuch mit dritte Wurzel aus 50%. Ja? Weil der Dreifachversuch hat die Wahrscheinlichkeit, Einzelwahrscheinlichkeit hoch 3. Und wenn die 0,5 sein muss, dann ist die Einzelwahrscheinlichkeit 79%. Und jetzt gibt es ganz clevere, die sagen, na, ich will ja eigentlich 75%. Ist es nicht ein glücklicher Zufall, dass 71% ungefähr genauso weit entfernt ist von 75 wie 79? Und dann machen die eine Messung hier und eine Messung da und mitteln das und sagen, das ist dann wahrscheinlich die 75%-Schwelle. So, wir sind am Ende unserer Zeit heute angekommen und deshalb erzähle ich Ihnen den Rest dann am Donnerstag um 8.30 Uhr. Ja? Ich weiß nicht, wie die das sehen. Ich sage, es ist ein Ärgernis, dass ich Zusatztermine halten muss, aber es ist geschuldet einem, was ist das Gegenstück vom Ärgernis, einem Freudenis, dass sie mit so viel Feedback mir wirklich zurückmelden, wo die Schwierigkeiten sind. Das gefällt mir und da das hilft mir, es so zu vermitteln, bis sie dann das mitnehmen. Angaben, Montag 12 bis 30, Donnerstag 8.30 Uhr bis 10, genau 10.15 Uhr. Montag, Donnerstag, 8.2. Ich muss mal gerade gucken, wie lange geht denn das Semester? Nee, wir haben am 11. ist kein Semester mehr. Es ist Vorlesungsende, meines Wissens ist Vorlesungsende am 6. Februar. Das heißt, dieser Teil nicht mehr. Oder um das Richtige stehen zu haben, mache ich das jetzt mal mit Copy und Paste. 2 Wochen lang 2 Termine. Vorlesungsende ist am 12. Okay. Das entspannt die Situation etwas. Wir machen das jetzt erstmal trotzdem mit den 3 Terminen diese Woche und ich rechne dann nochmal durch, ob ich dann in der letzten Woche Zusatztermine brauche oder nur noch den Donnerstag. Ja? Also wenn das wirklich so ist, also ich bin froh drum, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, selbst mit diesem dritten Zusatztermin pro Woche bin ich am Rätseln, ob ich es schaffe. Nur ich habe mir das hier in meinen Kalender eingetragen und habe dabei damals angeschaut, wie die Vorlesungstermine sind. Es kann sein, dass die nach hinten verschoben worden sind, weil ja vorne der Anfang verschoben worden ist. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich tatsächlich eine Woche mehr. Zurzeit kalkuliere ich eher damit, dass wir in der letzten Woche dann nur noch einen Termin haben. Dann ist das so. Ja, aber ja, okay, das diskutiert ihr dann noch untereinander. Prima, helft euch. Ja, ich sag dann mal erstmal für heute vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Beteiligung. Fand ich sehr gut. Und wir sehen uns am Donnerstag um 8.30 Uhr.